Also für mich als Wirtschaftshistoriker ist das Besondere, dass ich ganz nah an diese kleinen und mittleren Unternehmen herankomme, die aus dem Nähkästchen gelegentlich plaudern. Und das ist so einfach nicht, obwohl ja diese kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland der wichtigste Wirtschaftsfaktor sind. Trotzdem werden sie kaum untersucht. Es ist sehr schwer, an das Material heranzukommen. Und hier bietet sich eben die Gelegenheit, erstmal direkte, sehr authentische Berichte zu hören und zweitens natürlich auch Beziehungen anzuknüpfen, die es dann erlauben, möglicherweise auch mal einen Blick ins Archiv zu legen. Naja, also gerade der letzte Vortrag von Herrn Hellmann hat mir gezeigt, dass es sinnvoll ist, sich auch mal der Logistik zuzuwenden. Die Logistik wird ja meistens vergessen, wenn man die großen deutschen Weltmarktbranchen betrachtet. Aber die Logistik ist inzwischen eine sehr, sehr wichtige Branche, die auf dem Weltmarkt sehr erfolgreich ist. Und er hat mir ein bisschen was klargemacht, woran das liegt und woran auch die Probleme liegen, die gelegentlich auftauchen. Und das ist für mich ein Ansporn, mich etwas mehr um Logistik zu kümmern. Den Markenleuten, also den Unternehmen, die mit Marken zu tun haben, für die halte ich es ein Must, ja, ein Muss. Aber auch dem einen oder anderen meiner Kollegen, die sich mit diesen Familienunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen beschäftigen, würde es ganz gut tun, wenn Sie hier mal die Atmosphäre aufnehmen.